here for something new. The spirit of competition runs through your veins. And who am I to disappoint? I introduce to the Sea of Thieves, the Arena! Das ist der Trailer zur neuen Spielerweiterung für Sea of Thieves. Was dieser Trailer uns verspricht, das erfahrt ihr im nachfolgenden Video. Der eben gezeigte Trailer wurde uns am gestrigen Tage auf der X018 in Mexiko gezeigt. Und ich werde jetzt kurz und knapp zusammenfassen, was uns der Trailer verrät zu dem neuen Spielmodus bzw. was er uns auch Neues verraten könnte. Gleich zum Beginn des Trailers werden wir vom Sohn des Piratenlords, Demaro, willkommen geheißen. Und er führt uns auch direkt in den neuen Spielmodus The Arena ein. Denn gleich vom Beginn des Trailers an ist uns klar, dass in diesem Spielmodus mit den anderen Kontrahenten nicht gut Kirschen essen ist. Denn uns werden schlagartig Szenen von großen Kämpfen von bis zu 6 Crews zugleich gezeigt, welche sich auf der See und auf den Inseln bekämpfen. Auf den Inseln wird uns dann klar, dass wir für die Kämpfe ordentlich entlohnt werden können, da die Piraten im Trailer eine riesige Menge an Schätzen auf den Inseln hervortragen. Wenn wir nun genauer auf diese Szenen eingehen, fällt uns gleich eine Neuerung auf, die Bombenfässer. Nicht nur, dass sie einen neuen knochenartigen Skin verpasst bekommen haben, nein, auch ihre Explosionskraft wurde offensichtlich um einiges gesteigert. Im Anschluss auf dem gestrigen Trailer verriet uns Jonit, dass der Modus auch direkt separat vom Hauptmenü des Spiels auswählbar sein soll. Das würde bedeuten, dass wir uns ab dann im Hauptmenü zwischen dem Adventure-Modus und The Arena entscheiden können. Vielmehr wird uns leider im Endeffekt nicht gezeigt, bis auf dass wir vielleicht spekulieren könnten, dass man die Kleidung, welche Delmaro trägt, auch freischalten könnte. Aber ansonsten, die Schiffe weisen keine neuen Skins auf und im Rest des Trailers sehen wir weitere Kämpfe, welche uns aber auch nicht wirklich was zum Spielerlebnis des Moduses verraten. Bleibt uns also nur noch das Spekulieren. Für mich weist der ganze Trailer eine Art Battle Royale Prinzip auf, wie wir es bereits aus anderen Spieletiteln kennen. Das würde bedeuten, dass wir mit einer Anzahl von eventuell 6 Crews auf die Map geschickt werden und uns langsam auf den Inseln Beute arbeiten können. Sollten wir die Last Crew Standing sein? Was diese Theorie für mich dann doch eher widerlegt, ist, dass die 6 Crews eine viel zu geringe Anzahl an Schiffen wären, um Kämpfe auf der gesamten Map zu fördern. Es würde eher Sinn ergeben, sollte man auf bestimmte Gebiete mit diesen Crews rausgeschickt werden, denn dann würden sich diese 6 Crews, beziehungsweise es könnten natürlich auch mehr sein, aber im Trailer habe ich jetzt bis zu 6 Crews gesehen, aber dann würde es halt Sinn machen, weil dann hätte man wirklich einen bestimmten Platz, auf dem man sich bekämpfen könnte und auf dem man sich auch nicht auseinandergehen könnte. Veröffentlicht werden soll der Modus im Frühjahr 2019, das heißt also wahrscheinlich so zwischen Februar und März können wir The Arena spielen. Aber was denkt ihr? Wie werden die Entwickler den Modus umsetzen? Und was haltet ihr von dem ganzen PvP-Modus-Konzept? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, es würde mich brennend interessieren. Vielleicht könnte man ja zu dem ganzen Modus auch nochmal einen Tavernentalk aufnehmen, also wenn ihr interessiert seid an einem Tavernentalk, was eine Art Podcast in dem Titel ist, also ein Podcast zu Sea of Thieves, wo wir uns halt mit mehreren Leuten zusammensetzen und drüber reden, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann könnte man das ja vielleicht mal organisieren. Solltet ihr an Sea of Thieves News, Spekulationen, Tipps und allgemeinen Gaming-Livestreams zu neuen Titeln wie zum Beispiel Battlefield 5 interessiert sein, dann abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Nun, da bleibt uns nur noch eines zu sagen, denn wir sehen uns, wenn der Wind auf den 7 Weltmeeren wieder richtig steht. Ahoi! Herr Finne, dieses Mal war das Ahoi aber echt... Ui. Ui. Ui.